Von der Photovoltaikberatung über die Inbetriebnahme bis zu Serviceleistungen. Stiens Solartechnik bietet ein umfassendes Angebot im Rahmen von Speicherung und Management von Sonnenenergie. Ein interessantes Angebot für Bauherren, denn die Investition in Solarspeicher wird ab dem 1. Mai 2013 durch das Bundesumweltministerium gefördert. Auf der Nordbau 2013 ließ sich Bauforum 24TV bei Stiens erläutern, wie gespeicherte Solarenergie richtig gemanagt wird. Das Problem für unsere Kunden stellt sich in erster Linie dar, dass der Kunde glaubt, dass die Anlagen sich nicht mehr rechnen. Wir haben im letzten Jahr eine starke Senkung der Einspeisevergütung gehabt, liegen jetzt bei 14,5 Cent pro Kilowattstunde. Anlagen rechnen sich dennoch, weil man zum einen natürlich diese Einspeisevergütung bekommt, auf der anderen Seite aber den Strom natürlich selber nutzen kann, den man auf dem Dach produziert. Und dieses ist bei durchschnittlichen Kilowattstundenpreisen beim Stromversorger von etwa 25 bis 27 Cent pro Kilowattstunde natürlich etwas, was sich sehr schön einsparen lässt. Bei den Energiemanagementsystemen geht es darum, dass der Betreiber der PV-Anlage in Echtzeit seine Verbrauchswerte erhält. Zudem erkennen diese Systeme anhand von Wetterprognosen, wann es am sinnvollsten ist, Geräte zu betreiben. Das heißt, es werden Empfehlungen ausgesprochen, wann zum Beispiel die Waschmaschine eingeschaltet werden soll. Wenn die Sonne untergeht, steht natürlich die Photovoltaikanlage still. Aber der Speicher wurde ja über den Tag gefüllt, sodass Sie dann den Strom, der im Speicher ist, in den dunklen Stunden selber nutzen können. Bei den Speichern gibt es zwei Techniken, die heutzutage hauptsächlich verbaut werden. Das sind auf der einen Seite die Bleigel-Batterien, haben den Vorteil, dass sie in jeder Anlage natürlich nachzurüsten sind und zu relativ günstigen Investitionskosten zu bekommen sind. Die zweite Technologie, die hauptsächlich verbaut wird, sind Lithium-Ionen-Akkus. Hier ist der Vorteil, dass die Entladetiefe dieser Akkus nur 80% ist. Zudem haben wir eine sehr kompakte Bauform, aber es ist natürlich so, dass das die etwas fortschrittlichere Technologie ist, die mit etwas höheren Investitionskosten verbunden ist. Bei der üblichen Nutzung einer Photovoltaikanlage liegt die Amortisationszeit zwischen 8 und 12 Jahren. Wenn man ein Speichersystem dazu nimmt, steigt natürlich die Amortisationszeit in den Zeitraum von 12 bis wahrscheinlich sogar 15 oder 18 Jahren. Aber wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass unsere Kunden sich eher an dem hohen Grad der Unabhängigkeit vom Energieversorger erfreuen, als dass sie die direkte Wirtschaftlichkeit der Anlage beleuchten. Bauforum 24TV. Construction in Motion.